Die Wochenbotschaft für den 21.01.2019 bis 27.01.2019. Der spirituelle Krieger. Die Essenz: Suche. Spirituelle Ausrichtung: die Suche nach der eigenen Wahrheit, geistige Arbeit, innerer Fokus, Kraft, Selbstverwirklichung in der Welt. Die innere Botschaft: Folge deinem inneren Eingebung, auch wenn du dich manchmal unsicher fühlst. Richte deinen Fokus auf das, was jetzt in deinem Leben wirklich wichtig ist. Du darfst dich nicht selbst bekämpfen, wenn du deine geistige Richtung finden willst. Du musst weder deinen Körper quälen, noch deine Sinne betäuben, um dich zu finden. Der wahre spirituelle Krieger ist innerlich und äußerlich friedlich. Er bekämpft weder sich selbst noch andere. Seine Fähigkeit zur Hingabe an das Leben und sein wachsendes Vertrauen in die Kraft des Wunderbaren erwecken in ihm das nötige geistige Verständnis und schenken ihm somit den wahren Sieg. Die äußere Manifestation. Meist beginnt in der indianischen Tradition die spirituelle Suche mit dem ersten Vision Quest. In der wilden Natur setzt sich der Suchende den Kräften des Universums ungeschützt aus. Hier erwartet er geduldig die Botschaft des großen Mysteriums, die seinen Weg von nun an bestimmen wird. Der spirituelle Krieger ist ein Zeichen, dich auch im Alltag, bei deiner Arbeit und in deinen Partnerschaften ernsthafter auf deinen geistigen Weg zu besinnen. Wenn deine inneren Werte auch deine äußeren Werke durchdringen, wenn deine äußere Arbeit deine innere Wahrheit widerspiegelt, lebst du in Einheit mit dir selbst. Dann bist du eins, ungeteilt, nicht mehr hin- und hergerissen zwischen sich widersprechenden Wünschen, Begierden und Ansichten. Strebe diese innere Einheit an. Der spirituelle Krieger begreift, dass Machtmissbrauch, ganz gleich auf welcher Ebene, niemals zu echter Weisheit führen kann. Meditation: Auch meine äußere Arbeit spiegelt meine Wahrheit und meine innere geistige Haltung wider.